Hallo, ihr Liebeleid, hier ist wieder der Yankee zusammen mit der Raichu. Hi. Zu Let's Play Fallout 4 Together, uff, pelzig und hochdeutsch. Wer hat das gesagt? Und in der letzten Episode haben wir hier das Museum der Freiheit geplündert. Oh, guck mal, die Flagge, da sieht doch wunderbar Ich höre aus. schon so die amerikanische Nationalhymne Ja gut, wenn das ein dahinter. Freiheitsmuseum ist, bin überrascht. Eva, ja. Patriotisch hoch 800. Ja, auf jeden Fall haben wir, nachdem wir die letzte Episode gesichert haben, rausgefunden, wir sollten vielleicht mal speichern. Und zwar haben wir hier schnell speichern gemacht. Ja, Die Sache ist, man vergisst das sehr leicht bei solchen ja, vor modernen allem Spielen. gerade, wenn man eigentlich so primär lineare Spiele spielt. Ups. Richtig. Haben wir gedacht, okay, bevor wir jetzt verrecken, sollten wir es vielleicht noch machen. Beziehungsweise bevor ich weiter das Friendly Fire auf die Leute. Genau. Verdammt. Abgeschlossen, finde die festsitzenden Siedler. Sprich mit Preston Garvey. Stimmt, Preston, dem habe ich dann das rote Ballkleid verpasst. Ja, sieht auch aus, als. Oh, nee, das ist. Hopp. Minutemen? Minuteman? Oh, Reise ich gut sieht jetzt er wieder aus. zurück in der Zeit? Wann habe ich Die die denn Menschen innerhalb aufgezogen? einer Minute zu nachdem wir erschätzen. die erste Raider Das war die vom Idee. Museum Also schon habe ich mich geplündert haben. hingeschlossen, Ah, um das was ist zu aber die überlegen. Gasmaske. Aber Der Hut das ist geil, vielleicht den will ich überhaupt. haben. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Wer sind diese Wer sind Leute? diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einen Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Gule vertrieben. Ich freue mich schon auf Gula. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Du dich auch noch. Ja, so Jones, Park richtig. und June. Können nicht lieber Haus einfach ein sitzt paar die alte Mama noch. Todeskrallen kommen? Oh Gott, Bei nee. Sturges. Nee, lass Komm, mal. lass mal nach Gulen fragen. Man muss ja Gule? bedenken, der war Was jetzt sind 200 Gule? Jahre Verdammt. Du eine bist wirklich nicht aus Tiefkühlerbse der und Gegend, jetzt. was? Gule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Nein, das Die ist es meisten nicht. sind wie du und ich, Trotzdem sie sehen Menschen. heftig aus. Das finde ich auch Die, sehr von denen gut. ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne Ja, verfaulen es lassen. halt so, Sie dass sind nicht alle so weiße auf einen Menschen, zugecharged sobald sie kommen. gesehen Das gibt es aber haben. heutzutage immer noch in Sie etwas dachten, rückständige Hongkong Gegenden, wäre dass ein die Leute auf dich Siegerort. zugecharged kommen. Wir sind dagegen geweiht. Aber Genau, das ist wir mir auch haben passiert, eine wie ich dann Idee. hier reingefahren bin. In das Café hier. Alle erstmal. So mit Mistgabel und Heufackeln wieder Eine erstmal wieder gute Idee, Kapitän. vertrieben. Wir fressen aber wenigstens dann das, was wir mit dem Sturges. Auto überfahren. Das machen sie am Nachbarn. Das machen sie im Nachbarort. Nein, Vorkriegszeit. Und Hast du natürlich Hitler in gesehen? Baden-Württemberg. Sieht aus, als hätte einer der Und Passagiere natürlich in Todeskugeln alle anderen Bundesländer in außer Kopf und Rheinland-Pfalz. unbenutzte Ja, T-55 wir sind die Power-Rüstung. Das zivilisiertesten auf der Militär. ganzen weiten Welt, absolut. Ah jo, Was macht Power-Rüstung? diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen Ah, ist super stimmt, das neue die. Mit und Anzug. Kannst du die Minigun direkt vom Oh, Vertical ich freue mich kreuzen. jetzt schon auf Dann die bekommen die Sterne. Raider eine Express-Fahrt. Das sieht toll Darfst du aus. machen, welch. Was Oh machst du? Scheiße, das muss ich machen, ja. Ah. Ich Minigun? kann die Minigun Ja, benutzen, stimmt, um dich scheiße, ich muss beziehungsweise die wir machen Passage. doch Warum Deathmatch nicht? insofern. Sie Also. hat einen Genau. schnellen Abzug. Da ich höchstwahrscheinlich eine Beifahrerrecke werde. Und ich auch. Und ihr hört dann nur, Eine Kugelhagelstärke. Hilfe, Die hat keinen Hilfe. Saft. Wahrscheinlich schon Ja, seit ich freue mich 100 jetzt schon Jahren. tierisch drauf. Oh, der Die kann Klebeband mit am Energie Gürtel. versorgt werden. Ja, Aber wir stecken okay. fest. Ist offenbar Techniker. Ja, cool. Ich helfe. Ich helfe gerne, wenn ich Ich bin gebraucht zwar ein werde. Blödmann, aber Außerdem ich helfe. helfen Vorkriegs-FK. Helfe? Einen Standardeinsatzkampf. Eine Kannst zwar seinen hochwertige eigenen Namen Kanone nicht, der Artillerie. Mutanza, aber das kriegen wir Wurde hier. damals vom Militär an Je einigen Firmen verkauft. niedriger deine Hilfen aber nun an den Intelligenz, Hinterlassenen desto Hunden. höher. Das finde ich Wir sind spitze, sowas. Wieder Gell? weggesperrt hinter Deswegen einem als Sicher. nächstes Inselbegabung. Aber Auf jeden Fall. erstmal muss halt blutiger Hier Tod. Das warten ist Sie auf. einfach. Sie sehen Wart, verschreckt wart, wart, aus. dreh dich Kommen um. Sie zu Zurück, mir. zurück, zurück. Guck mal, was da auf Wo dem Tisch könnte ich liegt. es probieren? Robco fahren. Bingo. Bingo. Du hast eine Ausgabe von Robco fahren gefunden. Enthält das Holoband-Spiel Atomic Command. Guck mal, das sah gerade eben überhaupt nicht aus wie Arnold Schwarzenegger auf diesem Nö, Cover. Überhaupt nicht. nö. Wir distanzieren uns hier auch vollkommen von dem Namen Arnold Schwarzenegger. Das war der. Schwanold Arzenegger. Der ist noch schlimmer als das, was ich jetzt sage wollte. Ich hab's halt drauf. Ja, genau. Ja, so sieht's aus, der Arnulf Weißenegger. Jo? Geradeaus! Was ist denn der? Ja, das. Guck doch mal da auf dem Tisch. Ach so, ah. Amendo. Ah. Perfekt. Perfekt. Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Weichen mal deine mit Intelligenz bewusst aus oder nimm mal die Acht mit?
Ja, die Wackelkopfpuppe müssen wir eigentlich schon Ja, mitnehmen. also die bin ich sowieso schwer dafür. Ich mag den total, den Walt Boy. Kristalle und Schachtel Zigaretten kommen, dann mach mit. Wer braucht bitte in der Postapokalypse einen Dekantierer aus Kristallglas? Ich? Damit ich hier Ja, das ist dann schon der Dinnerpartys. zweite. Ja, Dinnerpartys mit Todeskrallen, ne? Oh, vergoldet, das war der edle Herr. Also ich wäre schon stark dafür, damit ich hier Dinnerpartys geben kann mit Red-Kakerlakenfleisch und so. Das ist gut. Wo muss ich denn jetzt lang? Ja, Gekleidet hier im rum. feinsten Brahminleder. Ich meine, unser Rüstung sieht auch so hoch edel aus, oder? Vor allem diese Kombination aus diesem blauen Voltanzug und dieser grünen Maske, also Das ist Karl Lagerfeld wäre neidisch. designtechnisch ist das schon arschbrechend, was wir hier haben. Ja, absolut. Überhaupt nicht zusammengewürfelt. Ach was, das ist bewusst, das war so, das war Ja. gewollt. Oh, Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Automatisch speichern? Jo, super. Speicher nochmal manuell. Okay. Oh, Scheiße, jetzt kommt der Part. Ja, ich Nee, nee, speichere. nee, der Part kommt noch nicht. Da Ich muss doch jetzt kommt erst noch. zur. Ach Quatsch, hier muss ich doch gar nicht lang, oder? Ich muss erstmal zum Dach, zu der Ja. Power-Rüstung, ne? Wo komme ich denn da lang? Wieder Also, rein. hier mal nicht, ja. Guck. Das ist Türsymbol, du Held. Ich Homer. habe da nur Intelligenz von 2. Hör auf, mich zu überfordern. Es wundert mich, dass der mit der Intelligenz überhaupt noch reden kann. Ja gut, ich glaube, in den alten Fallout-Spielen hat das ein bisschen mehr ausgemacht. Ich wollte gerade sagen, da gibt es so von früher noch die alte Dungeons and Dragons Spiele, sowas wie Neverwinter Nights und sowas, da noch Baldur's Gate rauskam. Da war zum Beispiel die Sache, dass man mit einer Intelligenz unter 7 nicht richtig retten gekönnt hat. Da hat man nur wie ein Vollidiot, wie so ein typischer Ja, ich Barbar, glaube, in ich nur machen. Fallout 3 hast du, glaube ich, auch noch so intelligenten Stuss dann von dir gegeben, so, du riechst gut. Da könnte man auch ein typischer Homer Simpson von sich geben. Apu, Freund, mir gut. Wo er das scharfe Essen isst und dann sein ganzes Cholesterin ins Hirn einfach reingepumpt Also wird. ich hier auf jeden Fall nach allem, was du tust, schnell speichern. Ja. Alles. Alles. Nee, du kannst ja dann so als Thumbnail fürs Character Design kannst ja diesen klappernden Affen aus dem Simpsons-Film in Homers Kopf kannst du dann nämlich nehmen, Genau. ne? Das muss ich jetzt aber nicht. Eingabe, oder? Nein, du hast, glaube ich, sogar eins schon eingesammelt, oder? Nee, ich habe noch nichts eingesammelt. Ich Ja, ich habe nur glaube, du musst geguckt. von hinten da dran. Wie? Ach so. Dö. Da! Nee, geht nicht. Eingabe? Ich will ja auch nichts einsammeln. Also, oh nee, da ist die Minigun, die muss ich aber vorher absammeln. Und das ist auch noch nicht dein Okay. Ziel. Okay, er geht so rein, wenn ich auf Eingabe drücke. Geil. Ich mag das ja total gern, so Exoskelette und so Technik liebe ich ja. Wow, sieht das scharf aus. Okay. Quick Save. Quicksave. Psst, Kämpferzähler. Wordy Bird, Minigun. Quick Save. Ja, ich gehöre zu diesen paranoiden Vollspasten. Quicksave. Und nicht so viel Munition an die Raider verballern. Nimm lieber die 10 mm für die. Okay. Beziehungsweise halt dich im Hintergrund. Wie renne ich nochmal? Den Lauf. Nein! So nicht. Nein! Den Laufcontroller drücken. Das ist, glaube ich, dann L3. Okay. Da liegt einfach der so nackig in seinem Schießer feinen Rib. Hat er nichts mehr dabei, der Hänse alles geplündert. Lauf nach vorne und dann wieder zurück in Deckung hinter das weiße Teil. Vertrau mir. Aber er rennt nicht. Ah, das Bein ist defekt. Der kann nicht so schnell. Okay, hier Keine hab ich's gesagt. Energie, halte zum Verlassen. Verdammt. Den Ah. müssen wir erstmal vorher aufpumpen, ne? Moment, drehe dich mal um. Laden. Alle Speicher, Spielstände anzeigen. Okay. Zum Glück haben wir nach jedem Blödsinn geladen. Ja. Ja, Autosave vom Dach. Ja, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Wir müssen erst noch die Powerzelle Genau. holen. Ups. Sonst ist es nämlich der totale Lahmarsch. Und ich erinnere mich noch, als ich das damals noch gespielt habe, bin ich sehr schnell von deiner Kerne
habe ich sehr schnell die Kerne verloren, beziehungsweise die sind sehr schnell ausgegangen und da habe ich ziemliches Pech gehabt, häufig. Das Wege war nicht so gut und da habe ich Zeiten zum immer diese Verlassen? Lahmarsch-Dinger gehabt. Hä? Och nö, das sind wieder diese magischen schwebenden Gegenstände. Die Kakerlake, das war aber echt gut. Okay. Zahnpasta, schnell! Okay, also ich Und darf jetzt euch. schön unten auf der Anzeige dem Dingsbums folgen. Benzinkanister. Ja, Dinge, die man immer braucht. Ja, auf jeden Fall. Ich will auch gar nicht wissen, wo das alles verstaut. Wo ist dann hier die Zelle? Muss doch Soll hier ich es irgendwas sein. aussprechen? Nein. Ich glaube, das kann sich jeder denken. Kron, oh, das habe ich auch verpasst. Sehr gut. So unglaublich. Wo ist denn hier die verdammte Zelle? Guck doch einfach da, wo die Tür, wo dich das Spiel hinführt. Du hast eine Anzeige. Da ist die Tür, aber Ja, da gehst du jetzt durch. X. Ach Mann. Mit dem Daumen auf die Taste. Oh Mann, ich wäre noch dappig hier. Das ist das Problem, wenn man das Spiel schon kennt, ne? Ja. Mist. Ja, jetzt brauche ich erstmal die Zelle, klar. Ist ja eigentlich von Vorteil, wenn es wieder Tag ist oder, ne? Ja. Theoretisch. Wo ist die Zelle? Da siehst du da den Punkt, da läufst du jetzt hinterher. Da, genau, fein. Herr Uff. So, da Ich mach, irgendwo. du musst wieder Ich eins muss hoch. eins hoch, ja. Oh Mann. Andere Richtung. Da Also. war die Tür ins Nichts. Also, hallo, ihr liebe Leute. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Fail Fallout 4. Ach, die Scheiße, War okay. das von vorne, das war doch von vornherein irgendwie als Let's Fail prädestiniert, Ja, schon so ein bisschen. oder? Scheiße. Ah, lustig wird's erst, wenn Ghule kommen. Oh ja. Aber mit Ghule hatte ich weitaus weniger Probleme, als ich dann diese geile Handblaster-Dinger Guck, gehabt du habe. musst Preston Entschuldigung? anlabern. Bitte, du musst mir zuhören. Siehst du, du musst ihm zuhören. Helfe Ich gern. helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Ach, Hilfe ist das gebrauchen. dämlich, Mann. Wie du siehst, haben Wir wir sind hier einfach Verwandte losgelaufen, ohne und zu einer Assistenz. gucken. Gott, der Strampler sieht aber echt zum Gotterbarmer aus. Erzähl weiter. Erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Der hat Zuerst die das böse Bude in Lexington SCHEI, und scharfes jetzt dieses SE-Wort jetzt. gesagt. Das da war ruhig. Ist eine grausame Welt. Ist eine grausame Welt. Meinst du, ich weiß das nicht? Was ich gesehen habe, Wunderbar. was ich getan habe. Ich will gar nicht wissen, was du getan hast. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Nein, das Ja, sind hopp, sie nicht. verzähl. Wir haben eine Idee. Sag es Lass mal mir. Ich hören. habe jetzt keinen Bock, dass du. Stellvertretend Ich habe eh schon zu viel Zeit Lexington ist ein verschwendet. abgestürzter Vertibird. Halt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Ja, den haben wir schon Sieht gesehen. Ja, aus, den als haben wir sogar hätte schon benutzt. Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Hopp, Klingt doch gefällt mir. Gefällt mir. Sind die nicht auf Facebook? So in der Apokalypse. Das mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Homer mögen. Hab ich schon. Zusammenfassung! Der versteht doch nie Was genau soll ich tun? Geh aufs Dach. Hol die Minigun aus dem Vertibird und Oh kümmere dich um Gott. mich. Mit deiner Powerwaffe Das ist ja versuche nochmal für die ich, extra Zombies zu blöde erklärt. finden. Hab ich Ich habe schon. ja schon eine Minigun. Kann losgehen. Okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Sobald du, die Powerrüstung und die Minigun draußen auftauchen, werden die Raider sehen, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Ach Gott, okay. Jetzt musst du da runter, eins tiefer. Guck du auf die Katze, da ist ein Pfeil nach Ja, unten, wie da gut, dass du drauf. dich wieder auskennst und ich so ein Heudoi bin. Okay. Ja, auskennen ist relativ. Ich guck einfach, wo das Spiel mich hinführt. Ich nicht können. Ich muss mich nur am Anfang immer total an sowas wieder gewöhnen. Und ja, Hier bekomme ich ist sie auch nicht nicht so auf. einfach für mich. Ja, stimmt, Schloss knacken sollten wir lernen. Das ist. Ja, wäre einmal verkehrt. Wie komme ich jetzt darüber? Dann nochmal. Magie. Ja, Magie, genau. Magie kommt bei mir Einer nur in die stehen Suppe. So, geblieben. jetzt nehme ich. Magie kommt bei mir nur in die Suppe. So, geht's hier In die lang. Suppe, echt jetzt? Ah jo, immer gute Kakerlake-Suppe. Ach so, ja, logisch. Aha, Mach ich da auch muss doch. immer. Aha. Achtung! Oh Gott! Oh Gott, Mädel!
Brauchst kein Alien für Jumpscares, ne? Bloß so für den Quatsch. Okay. Oh, ich kenne noch eine Stelle, wo das bestimmt sehr lustig. Okay, eine Fusionskerl haben wir jetzt. Ach. Top. Jetzt können wir endlich. Kannst du aufs Dach. Endlich. Ja. Die haben mich gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Hopp, jetzt geht's los. Halt, geh mal zurück. Dreh dich um. Nein, wieder da. Ventilator, okay. Schön. Da war noch was. Becherglasständer, Homer mögen. Dinge, die ich jetzt unbedingt brauche in dem Spiel. Okay, keine Tür. Gehe über die Brücke. Ich bin ein Dummkopf, ein Dummkopf. Dann links. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß, ihr liebe Leute. Das wird nämlich das ganze Spiel so weitergehen. Und wir sind jetzt erst in der vierten Episode. Gott, nein! Ich sehe es einfach schon. Manche Leute, die das Pech hatten, das Ganze sich mit Kopfhörern anzuhören, explodiert so einfach das Hirn weg. Ich glaube, das traut sich noch niemand, mein Let's Plays mit Kopfhörern zu gucken. Ja gut, du selbst machst's und jetzt schau mal, wo es dich hingebracht hat, ne? Ja, aber ich persönlich muss ja auch die Aufnahme machen und wenn ich jetzt meine Kopfhörer nicht auf hätte, dann wird man jedes Störgeräusch aus dem Fernseher hören, wenn das jetzt so über den Fernseher käme. Deswegen, die Leute wollen sie den Echo hören. Echo. Abmarsch, Arsch. Und dein Knochenknacke hört man bestimmt auch sehr gut durch das Mikro. Ich hab's gerade gehört, als wird... Ja, als hätten wir gerade einen Stock in einen Reisball freigeworfen. Das klang sehr toll. Haben wir einen Stock und einen Reisball? Ja, sicher. Zur Not geht auch dein Finger. Okay. Wollen ja, hier haben wir da oben geparkt. Jo. Quick Save. Ja, guckt auch schon richtig. Nein, blöd. Nein, erst Quick Save. Immer Quick Save. Okay. Es könnte ein Vertibird auf dich fallen. Transfer, oder was muss ich jetzt machen, oder? Hey! Hä? Wer schießt von nicht? Da drüben kannst du ja... Eingabe. Okay, das macht er von sich aus. Batsch, drauf geknallt und jetzt rein mit dir. Quick save. Wir speichern hier nie in dem Spiel. Mist. Speichern ist was für Muschis, das machen wir nicht. Hab, wo bist du dann? Der war da drüben. Ah ja, ich sehe. Ich sehe da noch einer. Wie war das? Wie machst du das mit? Aha, so machst du das. Genau. Jetzt gib ihm. Ja, du siehst da halt auch, glaube ich, irgendwas mit, wie viel Leben es abzieht und... Annehmen. Ja. Na, warum nimmt er das dann so an? So viel Glück, wie der hat, finde ich, kann man da halt schon mal auf Kopf... Und dann X. Kann man halt schon mal auf Kopfschüsse gehen, ne? Ich glaube, du musst warten, bis er rankommt. Also spring runter, lauf nach da vorne und renn wieder nach hinten. Vertrau mir. Wo hier, hast du gesagt? Nach da vorne und dann wieder nach hinten. Oh. Was denn? Also wo jetzt hier? Rechts rum hier, oder? Geradeaus. Ich folge jetzt nur noch deiner Anweisung. Hallo. Hier rechts rum. Und jetzt wieder ganz schnell nach hinten. Da. Weg. Wieder da, zurück. Ah, er rennt nicht. Renn doch, du Idiot. Weil ich glaube, wenn du dich jetzt umdrehst, hast du Spaß. So ein bisschen, ja. Todeskralle, da ist jetzt, er. Jetzt kannst du die Minigun rausholen. Wo ist sie denn? Also warte erstmal, bis sie die Raider erledigt hat. Wo ist die Minigun? Im Inventar. Gott, das dauert wieder ewig, bis sie mich ändern. Da ist die Minigun. Unterm Kreuzschlüssel. Noch, da. Da, ich sehe sie. Okay. Ja, ich sehe, das dauert Lass wieder. Lass sie zu dir kommen. Dauert wieder ewig. Jetzt rennt er auf Elmol, aha. Okay. Kannst du da auch Dingens machen? Bullet. Nee. Hau ab. Bei der Todeskralle geht's tatsächlich, ja? Ja. Bauch. Such aus, worauf du lustig bist. Nein! Ich will dann zu dem tappischen Raider. Bauch. R2 auswählen, ja. Okay. Das war jetzt aber nix. Hoppla. Achtung, es geht auf dich. Bauch. Annehmen. Nee, da. Gib ihm. Okay, wieder abgelenkt. Dann ist gut. Ach, und das ist ein Quadrat, das weißt du. Das heißt, der kann dann von hinten kommen. Passt schon. Aber die Todeskralle. Geh nach hinten. Hau ab. Geh nach hinten. Oh. Ich mach dich fertig. Quick Save. Geh nach hinten und Quick Save. Okay, jetzt ist mit Quick Save auch nicht mehr so. Scheißegal, ich baller denn jetzt die ganze Ladung hier rein.
Achten ist das gleich. Überhitzt ja, gleich. Ich sehe es. Renn! Renn! Quicksave, dreh dich doch mal um. Ja, ich brauche gerade gucken. Du musst rückwärts rennen. Nein! Renn doch! Renn! Kommt der die Todeskralle hinterher? Ich weiß es nicht. Hilfe! Dein Hund ist im Spiel. Ja, ich ach, falls du es nicht gemerkt hast. Du kannst übrigens Hoppla. Die Autos zum Explodieren bringen. Das machen die Raider gerade für mich, glaube ich. Hi. Hör du auf? Du. Quick save! Um Gottes Willen, quick save! Quick save. das gönne ich mir später. Okay, jetzt geht's mit deren noch weiter. Oh, was gibt's denn noch hier Schönes? Oh. Buff-out, Klebeband. Ja, und direkt nebendran halt. Ja, ist noch ein Kronkorkenvorrat. Da war noch irgendwas. Was hat der Raider? Beziehungsweise, das sind lauter Fetzen. Aha. Ein ehemaliger Raider. Okay. Nein. Was machst du denn, du für ein Quatsch? Achten da. Hoi. Ach, jetzt hör doch auf. Bullet Time. Ja. Kopf. Auswählen und gib ihm. Kannst auch ein paar Mal drauf ballern. Ja, hab ich. Na? Verdammt doch mal. Kopf. Das ist echt. Der. Ja. Auswählen. Hau ein paar Mal drauf. Ah ja, okay. Ich muss mich erst so reif finden wieder in das Ganze. Ja, ja. Kopf, R2. Jetzt gib so ihm. So geht einfach. Okay, guck. Ihn hat's zerschrotet, glaube ich. Am besten würde ich empfehlen, so langsam mal ein Stimpack. Aber erst du. Ja, jetzt hier eher auf Torso. Torso, ja. Gib ihm. Zerfetzt sich? Ah, noch nicht. Okay, jetzt Torso. Kopf. Na komm, Torso, Emol und dann platzt das Mändel gleich. Hoffe, ich will dich platzen sehen. Ne, das geht gerade nichts. Ach. Oder so. Ah, rechts von dir müsst noch ein. Quick save. Da müssten. Da, ja. Da vorne ist der Hampelmann. Da ist noch einer. Hoppla. Nee, das ist Preston. Ich war gerade darauf, denke ich jetzt mal nett. Ach, ich flatter erst mal. Der hat ein Stimpack praktisch. Das ist gut. Schweißerbrille ist Quatsch, das ist alles. Schweißerbrille haben wir auch schon und die Rüstung haben wir. Patrone, Lederkombi. Haben wir auch schon. Okay. Das war mal ein Raider. Das war mal ein Raider. Okay, Lagerschlüssel, das brauchen wir doch bestimmt. Molly, kann man auch immer Gebraucher. Harnisch hat man auch geklaut, ne? Okay, na super. Hast du einen weiteren? Ja, ich okay. Glaub. Ach, unserem Hund geht's doch super. So. Wo ist denn jetzt der andere? Du ist noch einer. Ah, der hat auch Patrone, ein Stimpack. Ich würde mich zum wirklich mal ein Stimpack benutzen. Ja. Das kann man uns aber hier gerade nicht reipetzen. Doch, guck mal, wie es jetzt um dein Leben steht. Wo ist mein Leben überhaupt hier angezeigt? Da, wo HP steht. Ich habe das bei Benzin. Okay, war's das hier? Oder leben hier noch welche? Mal sehen. Das müsste Kern sein und das ist Waffe und okay. Dann nebendran, das ist Ausdauer, das ist da ganz rechts. Okay, da ist hier niemand mehr. Nee, jetzt sind sie alle tot. Das siehst du unten auf der Anzeige. Okay. Kannst jetzt wieder reingehen. Aber. Und Preston sagen, alles tutti, alles frutti. Ich stehe aber noch Sache. Wir safe? Leveln noch ab. Wir hätten nämlich noch ein Level. Wollen dann wir dann mal blutiger Tod noch mal ein bisschen weiter hochpushen? Ach, guck mal, was sich dort gibt. Dreieck. Jo, da gucken wir doch mal, was wir alles Schönes machen können, oder? Oder oben bei Stärke können wir zur Not auch noch irgendwas oder so. Bei den Klassikern. Ist bei Beweglichkeit denn noch irgendwas mit Schlossknacker oder so dabei? Ja, stimmt, Schlossknacken wäre. Schleichen ist es nicht so wichtig, Sandmann. Warte, da bei Dingens. Wo? Hier? Das ist Schmied, eins weiter nach rechts wäre es gewesen von Schmied, genau. Schlossknacken, ja. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, stimmt, ich glaube, das ist sogar gerade mehr wert als blutiger Tod. Ja. Komm, machen wir. Ja. Machen wir. Ja, so ein bisschen normale Fähigkeiten brauchen wir ja auch zum Rumgedörpe. Richtig. Automatisches Speichern. Okay. Ja, super. Gut. Dann passt das soweit. Das ging doch jetzt aber problemloser als gedacht, ne? Sagen wir problemlos, wenn wir es uns dann im Endeffekt angucken, das Video ist so, nein, du musst da links, links, renn doch. Ah, Panik! Ups. Für alle von euch, die das jetzt mit Kopfhörer gehört haben, herzlichen Glückwunsch, das war mal euer Gehör. Wir
Wir kommen für keine Schäden auf. Nö, machen wir nicht. Nee. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass... Oh ja, das war erstaunlich. Wir sind keine Freunde. Ich bin auf meiner Seite. Was soll man dann sagen? Alle okay. Alle okay. Ja, für eine Weile. Zumindest können wir. Ja, Homer sieht schon gleich viel besser aus. Ja, in deiner Power-Rüstung sieht jeder gut aus. Jetzt stell dir mal vor, du siehst schon, du hast 20 von meinen Freunden getötet. Wer bist du? Dann kommt da so ein hässlicher Affekopter raus. Hier. Es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Fusionszelle habe ich gekriegt, okay? Aber das ist Munition-Fusionszelle. Gerne doch. Ich nehme doch Geld, oder? Mir ist wurscht. Wir sind doch nicht die Wohlfahrt hier. Ich nehme, was ich kriegen kann. So spricht ein wahrer Söldner. Wenn du mal nicht nur für dich selbst kämpfen willst, such uns doch in Sanctuary. Ich könnte jemanden wie dich brauchen. Jemanden, der Dinge erledigt. Okay. Geh zu Preston Garvey in Sanctuary. Okay. Ja. Hey, ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ach, das ist diese zugekiffte Tante, ja. Das Loch in deinem Herz. Die war lustig. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ja, alles klar, die kann auch Farbe riechen. Sowieso. In ihrem Kopf sieht auch ein bisschen komisch aus, durch die Kappe, die sie dort hat. So ein bisschen wie die rote Königin aus dem Alice-Spielfilm. Ja, so ein bisschen. Runter mit ihrem Kopf. Ja, ich kann seine Lebenskraft spüren. Du wirst mal lassen, was mit jemand sehr Seriösem zu tun haben. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Oh ja, das Diamond City ist ein Juwel, aber hallo, das sieht richtig toll aus. Ich stehe jederzeit gegen meinen jetzigen Wohnort eintausche. Wenn nicht. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin. Das war aber ein ziemlich dämlicher Fruch. Ist John dort? Wer sollen die das wissen? Das dritte Auge vielleicht. Okay, sollen wir in der nächsten Episode dann im Sanctuary irgendwas erledigen oder sollen wir Richtung Diamond City? Mir ist das wurscht, aber ich glaube halt einfach nur das Bauen ist ein bisschen langweilig. Ja, auf der anderen Seite würde ich sagen, da du das auch kannst und du auch mal zeigen sollst, was du kannst, würde ich dir mal sagen, wir gehen mal noch zum Commonwealth und dann läuft die Geschichte, dann basteln wir mal ein bisschen was und dann können wir uns dann so zur Mitte der Episode Richtung. Ist relativ, ich habe halt alles irgendwo mit großzügig ausgebaut. Ja gut, also Sanctuary würde ich sagen, sollte man durchaus auch mal mitnehmen, damit die Leute auch mal sehen, was da möglich ist. Ja gut, aber und, ja. Ich weiß nicht, da würde ich vielleicht ein bisschen mehr offscreen machen. Ich glaube, das ist eigentlich nicht ganz so spannend. Ah, war. Das können wir uns so von der Eisstiege oder so. Ich würde Schnellreise zurück machen, weil du hast, glaube ich, nicht mehr allzu viel Energie in dem Ding. Da gehen wir auf die Karte und wascheln uns da. Ah, Sanctuary. Dann müssen wir sie auch stehen lassen, weil wir können die nicht nehmen. Ich war eben gerade etwas überrascht, was da eingeblendet wird. Massachusetts Surgical Journal. Let's Play Doktor. Das ist dann mein nächstes Let's Play dann. Let's Play Doktor. Gibt es nicht sogar irgend so ein Spiel, wo du Chirurg lustige Dinge machen kannst? Endet es blutig und schrecklich und mit einer Klage? Mit mehrjähriger Gefängnisstrafe? Stimmt. Würde ich normalerweise sagen, wenn man Leier an die Sache tralost. Oh, das sieht auch toll aus, wenn er sich langsam bewegt hier. Okay, sorry, das war jetzt eine Spinnerei von mir immer wieder. Wieso sind wir jetzt in der Third Person? Weil ich hier auf Dingens hier draufgegangen bin. Okay. Auf Touchpad drauf gedrückt. Ja, gut. Machst du einen Third oder einen First Person? Eigentlich lieber First. Lieber First, okay. Dann waschle ich hier mal aus dem Dingens raus. Habe ich häufiger gemacht. Ja, ich mache es normalerweise immer lieber, wenn man hier so sein Gesicht dann auch so sieht, was man da spielt. Ne? Nach bei mir beim Schießen. Oh, ich bringe sicher, dass du das sehen möchtest? Er hat ja glücklicherweise den höchst dekorative Sack auf dem Kopf. Ja, vor allem der farblich absolut zu unserem restlichen Ensemble passt. Aber okay, dann machen wir das so. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Fallout 4 Together auf Pelzig.
und Hochdeutsch. Wohl wieder Hengspiel für euch, der Yankee und die... Was? Dein Name. Achso, Raichu. Höchst begeistert mal wieder. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Bis zur nächsten Episode. Ciao.